Zitkia heißt er. Gott ist Gerechtigkeit. Diesen Namen trägt der letzte König aus dem Haus Davids. Er wird zwar hier mit Namen nicht genannt, aber die Anspielung des Propheten Jeremia ist deutlich. Wir haben heute diesen Abschnitt aus dem Kapitel 23 gehört, wenige Tage vor Weihnachten. Es geht darum, diesem ersterbenden Königshaus einen gerechten Spross zu erwecken, wie es heißt. Das ist eine kühne Aussage, auch für einen Propheten, auch für Jeremia. Denn die Menschen damals, die das hören, werden Zeuge davon, dass Nebukadnezar diesen Gott ist Gerechtigkeit heißenden König nach Babel verschleppt. Er hat noch versucht, durch die Gartenmauer abzuhauen, aber in der Jordansenke wird er eingeholt. Er wird nach Babel verschleppt. Das Letzte, was seine Augen, die man blendet, die man ihm aussticht, sehen, ist, wie seine Söhne ermordet werden. Er lebt noch ziemlich lange und wird später begnadigt. Dann darf er sogar mit dem König von Babel essen. Damit ist das Haus David tot. Oder doch nicht? Der Prophet greift, ähnlich wie wir das gestern hörten, weit voraus. Ein gerechter Spross wird es sein. Gott setzt seine eigene Gerechtigkeit. Worauf warten die Menschen, wenn sie diese Prophezeiung hören? Da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. Auf die ganz große Nummer möglicherweise. Und was geschieht ist, das, was wir im Evangelium hören. Es ist ein Gerechter in Israel. Er sieht, dass seine Verlobte schwanger ist. Und er lebt und handelt in Gerechtigkeit. Und er ist es, der es erfahren darf, wie Gott seine Gerechtigkeit wirkt. Worauf warten wir heute, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen? Wir versuchen dann Kommissionen einzusetzen, die einen Ausgleich herbeiführen. Irgendwie, damit es einigermaßen halbwegs gerecht ist. Wir dürfen uns ja angesichts anderer Länder in unserem Land gar nicht so sehr beschweren. Aber gerecht ist unser Land auch nicht. Zumindest nicht in dem Sinn gerecht, wie es der Prophet meint. Wie es der gerechte Spross meint. Denn gerecht sind Menschen erst, wenn sie ganz sich seiner Herrschaft unterwerfen. Der Herrschaft dieses gerechten Sprosses, den wir heute nicht nur als Nachkommen Davids anrufen. Dieser Tage las ich von einem Theologen, dass Jesus als der jüdische Gottsucher betitelt wird in der Weihnachtsgeschichte. Nein, nein, darum geht es nicht. Dann brauchen wir nicht Weihnachten feiern. Nein, wir rufen ihn heute mit der ganzen Kirche der Jahrhunderte als Adonai an. Mit der Umschreibung des jüdischen Gottesnamens. Das ist seine Identität. Und deshalb ist es recht so, wenn die Barmherzigkeit in diesem heiligen Jahr im Vordergrund steht und sie ist eigentlich zusammengefasst in dem, was wir hier in diesem kleinen Abschnitt aus dem Evangelium am Beginn des Matthäus hörten. Im Namen Jesus. Gott heilt. Gott schafft Heilung. Gott ist mit uns. Jesus Immanuel. Was brauchen wir mehr? Was braucht unsere Zeit mehr? Was brauchen die Menschen aller Zeiten mehr als einzig und allein die Bekehrung zu ihm, sich ihm anzuschließen und seinen Namen vertrauensvoll zu rufen, damit er unser Herz aufbricht und umwandelt hin zu seiner Gerechtigkeit und seinem Heil.